Willkommen zurück zum achten Teil der Let's Play-Reihe über Need for Speed 4 brennender Asphalt. Im letzten Video haben wir den Kurs Nummer 2 der World Tour erfolgreich beendet und wir beginnen heute mit dem Kurs Nummer 3, dem 5-Strecken-Knockout-Turnier. Die 5 Strecken sind Landstraße, Celtic Ruins, Snowy Ridge, Durham Road und dann Kindiac Park. Wir beginnen mit 5 Gegnern. Und die Rundenanzahl ist jeweils 2, wobei bei jedem einzelnen Abschnitt, also bei jeder Strecke, die wir gefahren sind, ein Gegner rausfliegt. Das ist der Sinn des Knockout-Turniers. Das wollen wir natürlich verhindern, dass wir rausfliegen. Und von daher beginnen wir jetzt gleich mit der ersten Strecke Landstraße. Eins, los! Den Kurs Landstraße kennen wir eigentlich schon sehr gut. Den haben wir ja schon öfters durchfahren. Nur diesmal fahren wir in die andere Richtung. Sodass ich wirklich aufpassen muss, dass ich mich bei den Kurven nicht vertue. Da ich ja gewohnt bin, in die andere Richtung zu fahren. Also ist hier nochmal erhöhte Konzentration geboten. Das Überholmanöver hat fast gut geklappt. Ich hier fast von der Strecke geflogen. Jetzt mal von dieser Seite ins Dorf. Beim Knockout ist es in den ersten Rennen nicht so schlimm, wenn man nicht Erster wird. Man darf nur nicht Letzter werden. Dann kommt man immer weiter. Bis auf das letzte Rennen natürlich. Da sollte man Erster werden, um dann dieses Knockout-Turnier zu gewinnen. Haben wir uns schon mal in die dritte Position vorgekämpft. Das ist die letzte Runde. Diese Runde überstehen und dann den nächsten Kurs beginnen. Gut an die beiden Führenden rangekämpft. Er gibt seine Position nicht ganz so kampflos auf. Durch das Dorf kommen. Ich hätte mir vielleicht für diesen Knockout, da das Klassenlimit offen ist, auch gleich einen anderen Wagen kaufen sollen, denn mit dem BMW Z3 stoße ich jetzt hier schon an die Grenzen. Ich komme nur schwer an die Gegner ran. Thank you.
Zweiter geworden. Dadurch, dass der andere Gegner im Tunnel einen Unfall hatte. Sie sind Zweiter. So. Leertaste und gleich zur Wagenreparatur. Sehe ich, das ist nicht offen, das Klassenlimit, sondern ist auf Klasse A und niedriger beschränkt. Na gut, gehen wir jetzt weiter zum nächsten Kurs, Celtic Ruins. Und auch Celtic Ruins wird in die andere Richtung gefahren. 3, 2, 1, los! Hier schon deutlich die Schwäche des BMW Z3 zu sehen. Kommt mir ja vor, als würde ich stehen. Bin an die letzte Position durchgereicht worden. So schnell gehe ich natürlich nicht auf. Der BMW Z3 ist mit dem dritten Upgrade ausgerüstet. Von daher sollte ich wenigstens in die Nähe der ersten Position kommen können. Das Problem des Z3 ist nicht die Endgeschwindigkeit, sondern die Geschwindigkeit zu erreichen. Deswegen ist es so schwierig, die Gegner einzuholen. Die erreichen ihre Höchstgeschwindigkeit wesentlich schneller, als der BMW Z3 das kann. Aber mit der Höchstgeschwindigkeit brauche ich den Vergleich mit dem Gegner nicht zu scheuen. Ich muss nur die Höchstgeschwindigkeit hier auf den Kurs umsetzen. Wieder vorgekämpft an die erste Position. Versuchen, diesen Vorsprung ins Ziel zu retten. Jetzt ist es nicht mehr weit, wir sind das Ziel. Und dann habe ich tatsächlich eine Strecke dieses Kurses gewonnen. Beste Runde, gratuliere. Sie sogar mit einigem Abstand. Bifi ist ausgeschieden.
So, Wagenreparatur. 322 D-Mark. Zurück. Und dann gleich zu Snowy Ridge. Drei, zwei, eins, los! Diese fahren wir in die normale Richtung, die man schon gefahren hat hier. Diese Strecke an sich ist schon schwierig, aber sie jetzt gleich mit dem BMW Z3 gegen die anderen hier rückwärts zu fahren, wäre dann doch etwas schwierig gewesen. Von daher bin ich ganz froh drüber, dass ich diese Strecke in der normalen Richtung fahren kann. Und es schneit nicht. Wäre ich fast an den Rand gewesen und musste einen Fahrfehler bedienen, ja, aber auch. Und dann habe ich es doch geschafft, an ihm vorbeizuziehen. Jetzt kommt eine schwierige Stelle auf dieser Strecke. Das war zu stark gebremst. Einen Vorsprung herausgefahren, wie ich sehen kann. Aber die schwierigen Stellen kommen noch auf dieser Strecke. Durchfahren der anderen schwierigen Kurve mal darauf achten, nicht ganz so früh und so stark zu bremsen, eher reinschlittern und versuchen rumzukommen. Das war bei dieser jetzt ganz schlecht. Das will nicht letzter werden. Ein bisschen breit machen. Einen schönen Vorsprung verloren. Bei dieser Kurve. Diesmal ist es mir besser gelungen. Rein in den Tunnel. Und dann durchs Ziel.
nächste Runde. Sie haben das Rennen gewonnen. Dann zur Wagenreparatur. 182 D-Mark ist zu verkraften. Kommen wir zur Strecke Nummer 4, Durham Road. Dunkeln. Wow. 3, 2, 1, los. Und beim Start werde ich jetzt erstmal locker abgehängt. Ich hoffe, ich kann das jetzt noch ändern. Wenigstens einen zu überholen. Schon sagte, das Problem des Z3 ist nicht die Höchstgeschwindigkeit, sondern die Zeit, die ich brauche, um dahin zu kommen, auf die Geschwindigkeit. Hinter mir noch vom Leib halten kann, bis ich im Ziel angekommen bin. Denn dann habe ich die letzte Strecke erreicht. Der Blick auf die Zeitmessung hat mir gezeigt, dass er nicht ganz so weit weg ist, wie ich gehofft hatte. Und dem Erstplatzierten komme ich zurzeit auch nicht näher. Müsste jetzt gleich im Ziel sein. Ja. Nächste Runde. Gratuliere. Sie sind Zweiter. Das letzte Rennen erreicht. Wusch ist ausgeschieden. Und ich habe jetzt als Gegner den IR-8. 2. Mit dem Pontiac Firebird. So, damit auch wirklich gar nicht schief gehen kann zur Wagenreparatur. 208 D-Mark. Und dann versuche ich im letzten Rennen Kindiek Prag. Die Strecke liegt mir ja eigentlich, den Gegner zu besiegen und damit das Knockout zu gewinnen. Kein Regen, keine Nacht. 3, 2, 1, sehr gut. Los! Es war mir klar, dass er hier direkt beim Start davonziehen würde.
und wir fahren die Strecke rückwärts. Das heißt hier auch wieder erhöhte Konzentration. Aber da ich ihn schon mal überholt habe, ist das ein sehr gutes Zeichen für mich, denke ich. Wirklich eine sehr schöne Strecke, die geradezu zum Rasen einlädt. Breite Straßen, genug Auslaufzonen. Und eine übersichtliche Streckenführung. Die erste Runde ist jetzt gleich beendet. Letzte Runde. Ich denke, auch wenn ich den Z3 benutzt habe, dürfte ich es schaffen, dieses Knockout zu gewinnen. Aber im nächsten Rennen, denke ich mal, werde ich mir, beziehungsweise vor dem nächsten Rennen, werde ich mir einen anderen Wagen besorgen. Zumal ich das, glaube ich, auch muss, da es ein High-Stakes-Rennen ist und ich ja meinen Wagen einsetzen muss, den ich entweder verliere oder den Wagen des Gegners gewinne. Natürlich möchte ich den Wagen des Gegners gewinnen und meinen nicht verlieren, also werde ich mir wohl noch einen anderen Wagen besorgen müssen. Die Ziellinie und das Knockout gewonnen. So. Glückwunsch, Sie haben das Knockout gewonnen. Sie haben die Goldmedaille gewonnen. 70.000 D-Mark gewonnen. Die Goldmedaille erreicht, 70.000 D-Mark gewonnen. Weiter zum nächsten Kurs. In den Kurs Nummer 4 rein. Die Strecke heißt DX, was das sein wird. Wir sehen Route Adonf mit 4 Runden. Und Klasse ist hier Klasse A. Das heißt, ich kann mit den Wagen, die ich besitze, nämlich den BMW Z3 und den Mercedes SLK, dieses Rennen nicht fahren. Ich muss mir also dann vor dem nächsten Rennen auf jeden Fall einen Wagen der Klasse A besorgen. Ja, dann danke ich euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst mal einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und bis dahin.